Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, heute war ich in Oberneuland und in Borgfeld im Rahmen meiner Quartiersbesuche unterwegs. Es ging los beim Ortsamt in Oberneuland. Da habe ich mir die Planung zum Zentrum zur Mitte in Oberneuland schildern lassen. Stichworte Verbrauchermarkt, Erweiterung, Grundschule. Was passiert mit dem Feuerwehrhaus? Wie soll sich das im Zusammenspiel entwickeln? Ganz viele Informationen und eine sehr spannende Diskussion. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie das weitergehen wird. Dann habe ich mir auch die historische Entwicklung Oberneulands noch mal schildern lassen, und zwar anhand des Archivs, was in den oberen Etagen, in der oberen Etage des Ortsamtes betrieben wird, vom Bürgerverein. Ganz beeindruckend, was die Kolleginnen und Kollegen da in ehrenamtlicher Arbeit leisten. Da wird die Vergangenheit lebendig und wir haben da viele interessante Dinge uns anschauen können. Nächste Station war dann der TSV Borgfeld, Verein, 2000 Mitglieder, richtig aktiv, der eine Menge auf die Beine stellt. Ich habe mir das Programm schildern lassen, konnte mich davon überzeugen, dass die bauliche Situation, was der Verein selber auf die Beine gestellt hat, ganz hervorragend ist. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt von dem ehrenamtlichen Engagement und muss auch an dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön loswerden. Das könnten Kommune und Staat alleine nicht hinkriegen. Da braucht man das ehrenamtliche Engagement und die Zivilgesellschaft. Es ging dann weiter zur Einkaufsstraße in Borgfeld, wo uns die Interessengemeinschaft Borgfeld gezeigt hat, wie gut sich der Einzelhandel in Borgfeld entwickelt. Und das Gewerbe könnte noch mehr sein, wenn mehr Platz vorhanden wäre. Das ist aber zumindest eine Situation, wo es keine Leerstände gibt und eigentlich eher die Dynamik nach mehr Raum verlangt. Ja, und ganz abschließend ging es dann ins Ortsamt nach Borgfeld, wo es noch mal eine Bürgersprechstunde gab. Und da hatte ich dann noch die Möglichkeit, im direkten Kontakt mit einigen Bürgerinnen und Bürgern mir Vorschläge und auch Kritik anzuhören. Wieder ein sehr schöner Quartiersbesuch gewesen und ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Aufnahme.